Herzlich willkommen zum vierten Teil meines F1 Challenge Let's Plays. Ich bin heute für euch in Monaco. In den engen Gassen des Fürstentums gibt es praktisch nur zwei Ausgangspositionen für mich. Entweder ich setze den Wagen in die Wand oder es läuft wieder gut. Mit ein bisschen Glück oder vielleicht ein bisschen Hilfe vom Wetter könnten wir vielleicht um den Sieg mitfahren. Aber erstmal zur Streckeninfo und dann sehen wir weiter. Werfen wir vor dem so viel zu dem Der durch die engen Straßen der monegassischen Hauptstadt führende Kurs ist bekannt für seine sich aneinanderreihenden Haarnadelkurven und Schikanen. Der kleinste Fehler kann hier katastrophale Folgen haben. Auf diesem Stadtkurs finden wohl die glamourösesten und somit sponsorenfreundlichsten Rennen der gesamten Formel 1-Saison statt. In Sachen Sicherheit hinkt diese Strecke jedoch den heutigen Standards hinterher. Oh. War mehr oder weniger, was man über Monaco sagen kann. Ja, zum Qualifying. In Monaco ist es immer der gleiche Fall mit dem Setup, also die Flügel aufs Maximum, die Gänge so kurz wie es nur geht. Ja, man fährt glaube ich nicht über 280, also kann ich die Gänge schon viel verkürzen. Ja. Vielleicht den fünften ein bisschen länger. Okay. Sollte passen. Die Flügel aufs Maximum. Natürlich. Und ja, alles andere fast immer bei mir Standard. Den Reifendruck könnten wir ein bisschen erhöhen. Bodenfreiheit hinten ein bisschen niedriger. Aber die Federbewegungen könnten wir erhöhen. Ja. Sprit brauchen wir nicht wirklich viel hier. Okay, auf Liter. Und dann mal raus. Frenzen ist vor uns rausgefahren. Monaco, immer wieder schwierig, aber auch interessant, also hier kann man sich keine Fehler erlauben. Und hier die langsamste Stelle auf der Strecke. Und ich bin da ein bisschen zu weit nach draußen gekommen. Diese Version ist ein bisschen enger als die anderen, die ich gefahren bin, aber trotzdem. Tabakkurve in der RFT-Version zum Beispiel für R-Faktor ist die sehr schwierig gemacht, also da gibt es so ein Hügel fast und da fliegt man fast immer ab. Okay, dann mal auf die erste Runde. Wow! Ja, lol. Den Teamkollegen abgeschossen. Da habe ich nicht viel machen können. Ja, super.
Dann zum zweiten Mal. Da liegt der Heckflügel von Villeneuve. Also das ist wirklich schlecht gemacht, diese Ausfahrt. Vor allem mit den KIs, also das geht nicht wirklich. Ich hoffe mal, dass wir im Qualifying gut abschneiden, dann haben wir größere Chancen im Rennen, weil hier kann man nicht wirklich gut überholen. Und ich muss hier viel am Lenkrad arbeiten, also entschuldige die Lenkradgeräusche. Ups. Also die Caps in der Schikane sind irgendwie komisch. Und der Skass und mal sehen. Ich hoffe mal, dass keiner rausfährt. Hat auch niemand gemacht. Ja. Coulthard fährt eine 23,9. Also das ist zumindest jetzt die Referenzzeit. Mal sehen. Ich bin langsamer. Vor uns ist ein Eros. Ja. Zanari ohne Heckflügel. Auch im zweiten Sektor bin ich langsamer. Ups. Ja, da blockiert mich der De La Rosa. Zum Glück fährt er in die Box. Und ja, eine halbwegs gute Zeit. Halbe Sekunde langsamer als Coulthard. Ups, das war fast in der Wand. Und im ersten Sektor habe ich ein Zehntel verloren. Vielleicht sollte ich die Lenksperre wieder erhöhen, weil ich kann in die Haarnadel nicht einlenken. Ich verliere noch mehr Zeit. Vielleicht kann ich was im letzten Sektor rausholen. Da war ich kurz im Neutralgang. Und die letzte Runde. Herbert ist vor uns. Der Johnny Herbert und Stewart, ein Konkurrent von uns. Okay.
vielleicht geht was. 14. im ersten Sektor. Ja, da habe ich schon ein bisschen verloren. Ja, das sind die KIs langsam im letzten Sektor. Ja. Ja, was bin ich für eine Zeit gefahren? 2 Zehntel? Ja, super. 32.000. Das war... schade. Okay, ich muss die Gänge ein bisschen kürzer machen. Ja, das sollte in etwa passen. Und Ralf fährt 23.2. Ich bin 6. Hätte vielleicht auch besser laufen können. Aber ja. Also, 8 Runden. Okay. Na dann mal los. Hallo zusammen. Ja. Mal sehen. Ich probiere mal eine neue Technik. Ups. Da war Ralf stehen geblieben, glaube ich. Wow! Das war Schumacher. Ich bin 3. Und Barrichello ist aus dem Rennen, das ist gut für uns. Viel besser jetzt in der Haarnadel. Ich muss mal versuchen, den rauszukriegen. Wow! Da hat der Ralf einen wirklich groben Fehler gemacht. Und ich bin jetzt hinter Häkkinen. Vielleicht ist was drin. Mal sehen. Ups. Das hat sich komisch angefühlt. Ich glaube, das 4. gut hat es. Also im letzten Sektor kann ich auf jeden Fall aufholen. In den anderen Sektoren muss ich probieren, mich einfach zu halten. Mal sehen. Oh.
Und Häkkinen macht auch einen Fehler, genau wie Ralf. Und ich bin durch. Und ich bin Erster. Also, das habe ich jetzt nicht wirklich so erwartet. Und der Himmel wird dunkler. Der war blau und jetzt ist er fast grau. Das hat sich gereimt, glaube ich. Und ich glaube, es wird regnen. Ja, es regnet schon. Es regnet schon. Die gute Sache in F1 Challenge ist, dass der Spotter immer ansagt, wenn sich andere Teams zum Boxenstopp bereit machen. Also, dann weiß ich immer, ob ich die Reifen wechseln soll. Also das war schon ein schneller Wechsel von Trocken zu Regen. Aber wir fahren ja auch nur 10% Rennen, also das ist schon okay so. Ja, der macht wieder einen Fehler da und ich bin da ein bisschen an die Wand gekommen, weil ich geguckt habe. Habe aber keinen Schaden. Schumacher hat was gemacht, weiß nicht genau was, aber trotzdem. Ich helfe hier fast Michael. Ich halte den Häkkinen zurück. Ups. Also, ich kann fast wechseln auf Intermediates, weil es wird schon schwierig. Aber wenn der Häkkinen nicht wechselt und ich reingehe, dann habe ich gefehlt. Also ich muss dann warten. Mal sehen. Steht an der Box bereit. Häkkinen fährt jetzt nicht in die Wand. Okay. Alle stehen an der Box bereit. Ich muss das schnell jetzt machen. Okay, Häkkinen fährt weiter. Das ist jetzt schlecht. Mal sehen. Ja, mal sehen. Vor mir ist Panis. Mal sehen. Habe ich jetzt gefehlt? Das ist die Frage. Ich hoffe mal nicht. Also der Panis ist viel langsamer als ich. Ich muss den kriegen. Weil sonst verliere ich Zeit auf den Häkkinen. Okay, das ging ja recht einfach. Da steht ein Ferrari. Ich glaube, ja, es ist Irvine. Es ist Irvine. Well,
Schumacher hatte den Unfall in der ersten Kurve. Also der ist, glaube ich, nicht einmal in den Punkten. Und der Panis hat schon viel Zeit verloren. Aber der Irvine zum Beispiel fährt nicht in die Box. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Sieg weggeworfen habe. Aber das war fehl. Der Häkkinen kann den ersten Platz halten, auch mit den Slicks. Und das ist sein Problem. Also in den 2-3 Runden kann ich 14 Sekunden nicht wirklich einholen, glaube ich. Ja. McLaren ist an der Box und es wird immer nasser und nasser. Und ich glaube, dass Häkkinen reinkommen wird. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht abfliege, weil ich glaube, dass es jetzt die Reifen jetzt für fehl. Regenreifen brauchen wir jetzt. Fährt Häkkinen. Ja. Ich muss jetzt wirklich pushen. Also werden wir jetzt rankommen? Ja, wir sind. Wir sind erster wieder. Okay. Ich muss jetzt nur probieren, nicht abzufliegen. Das sollte schaffbar sein. Und Irvine und Panis hatten eine Berührung. Ist für mich aber nicht wirklich wichtig, weil ich muss den Platz gegen Häkkinen verteidigen. Ich glaube, dass ich das schaffen sollte. Der kann nicht wirklich aufholen. Und hier gibt es eine Trockenspur. Ich slide hier recht viel, aber ja. Es ist gelb hier. Muss aufpassen, nicht mehr. Da hat sich vermutlich einer an der Schikane gedreht, wie immer. Das haben wir schon von Häkkinen und von Irvine gesehen. Ja, Häkkinen ist 10 Sekunden hinter mir. 11 Sekunden jetzt. Welche Anzeige ist richtig, ist die Frage. Michael Schumacher ist Dritter. Und fährt dann die Box. War das jetzt ein Fehler? Die Frage ist, welcher Schumacher. Aber ich glaube, dass es Michael war. Also. Das war nicht Michael, glaube ich. Ralf war es vermutlich. Ups, das war jetzt ein bisschen mehr abgeschnitten, aber ist jetzt auch egal. Wir fahren dem ersten Sieg entgegen und ich halte den Wagen auf der Strecke.
wäre bitter, in der letzten Runde abzufliegen. Und da ist es! Der erste Sieg im BAR. Loch. Das war komisch. Sehr schön. 130 Schnitt. Ja. Wir haben auch, glaube ich. Ups, ja, da fährt die KI schlecht. Werfen wir noch einen Blick auf das Endergebnis, bevor der erste Sieg dieses Jahr aus Monaco verabschieden. Der BAR-Pilot erster. Ja, der Pokal. Ist auch schade, dass man den nur für den ersten Platz bekommt. Ich bin noch Dritter. Michael Schumacher, Erster. McLaren verteidigt die Führung in der Konstrukteurswertung. Allerdings ist der Vorsprung kleiner geworden. Ferrari ist Zweiter. Auf dem dritten Platz liegt BAR. Ja, wir haben jetzt 10 Punkte geholt. Stewart hat, glaube ich, auch vielleicht einen Punkt geholt. Ja, also besser hat es nicht laufen können, wie von mir schon fast vorhergesagt. Es kam der Regen und es hat geklappt. Ja, natürlich hatten wir ein bisschen am Start Glück. Schumacher war in der Wand, war sehr komisch. Und ja, dann haben wir die bessere Strategie gehabt als McLaren und da war der Sieg. Und das nächste Rennen ist Circuit de Catalunya, Barcelona, Spanien. Also, es wird wieder eine interessante Strecke. Ich hoffe mal auch ein interessantes Rennen. Und wir sehen uns dann. Tschüssi!